Ja, so lassen wir das. Dann kommt hier jetzt nämlich der ganze schöne... die Erde weg und so weiter. Und dann lassen wir das jetzt auf dieser Höhe. Können wir uns das hier mal schön angucken. Hier machen wir noch die Decke, glaube ich, zu. Einfach nur, um daraus einen Raum gemacht zu haben. Damit es jetzt ein bisschen nach etwas aussieht. Und hier machen wir... erst einmal zur Sicherheit noch eine kleine Mauerabgrenzung. Ne? Da hinten kommen wir ja sowieso nicht hin, aber das werden wir auch noch bei Gelegenheit dicht machen. Hier so. Und hier, da. Kommst du hier hoch? Frage ich mich. Mein grünhäutiger Kumpel. So, runter. Ich muss mal wieder was futtern. Na. Muss schon aufessen. Du musst schon aufessen, Pseudo. Gut, dann kommen wir halt nicht. Dann gehen wir halt jetzt hoch. Zu unserem Hottehü, zu unserem Ross, zu unserem riesigen Drachen, der uns in unser Bett befördern wird. Hoffentlich. / Smile. Drache? Komm fliegen! Aua. Ich habe das Wasser dort hinten rausgelassen, kann das sein? Ich hatte doch vorhin einen Wassereimer in der Hand, wenn ich mich nicht irre. Ha, schön. Frisch erholt und wieder wach. Oh, King Zombie, die zweite Nummer hier. Was? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Und er hat mir schon wieder ein paar Dings gegeben. Yay, ich kann fliegen. Yep, da habe ich das Wasser rausgelassen. Sehr gut. Und natürlich genau in die Höhle rein, oder? Nee, doch nicht. Wenigstens etwas. Sollte ich vielleicht mal wegpacken, das Wasser, wa? Und ich sollte vielleicht auch mal wieder wegpacken. Ja. Imagine Dragons. Ah, was ich eigentlich wollte, war ja... Ich brauche dich auch nochmal, kleiner Drache. Ich wollte in den Lagerraum, um Slimes und sowas zu holen, ne? Glaube ich zumindest, dass ich das wollte. So, hier kann ja jederzeit wieder mal ein Zombie kommen. Ich sollte mir vielleicht mal wieder ein neues Schwert kredenzen. Zutaten. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schleim brauchen wir auf jeden Fall. Und dann brauchen wir Redstone. Redstoneiges. So. Dann brauchen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen Cobblestone. Ein bisschen Holz für eine Tür. Und das war es, glaube ich, soweit. Redstone... Ich glaube, wir brauchen trotzdem noch Holz. Brauchen wir es noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. So, da wir jetzt hier drüben sind und wir drüben schon einen Drachen haben, brauche ich dich jetzt nicht mehr. Ne? Komm mal her, mein kleiner Drache. Dich lassen wir mal auch kurz verschwinden. So. Oder brauche ich ihn jetzt? Ne, ich brauche ihn jetzt noch nicht. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz, mir hier, ne, quasi und so. Wie war das noch gleich? Das war einer, ne? So. Ich brauche 3 Stück, oder? Oder war das? So, und dann... So, und dann so, ne? So. Auch nicht, okay. Ich stell's mir bildlich vor. Ich muss erst eine normale Piste haben. Das ist nämlich das Problem, oder? Hm. Aber die wird doch nicht aus Cleanstone gemacht. Eine Piste, oder? Warum muss das vielleicht hier so sein? Jetzt rasten bestimmt so manche Leute aus. Ah, es geht so und so. Zum Glück kann ich den Internet Explorer nebenbei aufmachen. Google.
Minecraft Pisten. Wie werdet... Ah, da muss ein Dings bestimmt mit rein, oder? War das nicht so? Ein Eisen? Ja, ein Eisen, stimmt ja. Dann das hier weg. So, Entschuldigung für die Leute, die sich gerade aufgeregt haben. Was ist daran jetzt falsch? Ah, andersrum. Oh, was für ein Krampf. So, und dann können wir auch uns die erste Sticky-Pisten machen. Na, endlich. Yay, ich kann fliegen. Und runter. Aua. Und hier runter. Wuhu. So, und dann müssen wir das Ganze noch tarnen hier. Ich glaube, ich werde die Monsterfalle so ein bisschen tarnen. Und dann werde ich da oben halt noch einen Flugpunkt erstellen für meinen schönen Drachenkumpel hier. So, einmal hier rein. Müssen wir uns das so vorstellen. Hier kommt das Ding hin. Das war schon mal falsch, oder? Nee, doch, 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 das war falsch. Das war nämlich so, hier kommt unser Kumpel hin. Und dann kommt dieser Kumpel hier wieder rein. Und dann kommen die anderen hier wieder rein. So. Und so wird ein Schuh draus. Dann müssen wir noch einen Knopf machen. Der geht ja so, ne? Das funktioniert. Ne, das ist jetzt auf einmal eine Steinkugel. Okay. War das nicht irgendwie so eigentlich? Wir können es natürlich auch einfach einen Hebel machen. Ist vielleicht einfacher. So rum, ne? Dann machen wir es ganz einfach so. Und werden Redstone verlegen. So, das müsste ja an und für sich klappen, oder? Ja, das passt genau. Das funktioniert. Ne? Der kommt dann hier nach vorne und dann werden uns die Items zugeschoben. So, und dann kommt das auch wieder zurück. Super! Damit kann die Monsterfalle im Prinzip in Betrieb genommen werden, Leute. Geilo! Geilomatico! Dann machen wir das nochmal direkt. Erst einmal machen wir nochmal kurz den hier. Einfach nur zur Kosmetik. Hat alles einen kosmetischen Hintergrund hier bei mir. Gut, so lassen wir das. Und dann hier noch eine Facke hin. So. Hier auch nochmal eine Facke hin. Und dann können wir jetzt endlich können wir unsere Monsterfarm in Betrieb nehmen. Dafür müssen wir natürlich erst einmal auch nochmal ganz kurz das Loch hier zumachen, das Wasserloch. So, und dann können wir auch wieder die Wassereimer gleich. Erstmal muss ich kurz die Fackeln entfernen. Jetzt wird das Ganze nämlich ein bisschen gefährlich. Die Dings kann ich auch wieder zumachen. Gut. So. Jetzt so und... Ah, jetzt spawnen die nämlich auch wieder hier drin. Dann hier drunter natürlich das auch wieder abbauen. Hallo, schnell. Dann hier wieder... Machen wir erstmal den da hinten und danach machen wir den hier. Danach gehen wir hier hoch und dann machen wir uns... Da seht ihr schon das Prinzip, oder? Oh, da ist wieder ein King-Zombie mit dabei gewesen. So, und nun? Geil. Hauptsache, ey. Wir können unsere Zombie-Falle, unsere EXP-Farm in Betrieb nehmen. Eine Tür wollte ich mir eigentlich auch noch machen, ne? Machen wir mal eine Workbench hier oben, warum auch nicht. Ja, natürlich habe ich jetzt einen Erfolg dafür bekommen. So, und jetzt machen wir uns noch eine Tür. Zack. Und so. Und jetzt dürften dann erst die ersten gleich auch schon hier runterplumpsen bei Gelegenheit. Da, haben wir schon den ersten. Und jetzt können wir einfach nur noch... Okay, wir brauchen zwei Schläge jetzt, stattdessen. Wir können uns natürlich... Ah, nee. Ah doch, hier können wir es machen. Das sind ja nur Zombies, die können uns ja trotzdem nicht treffen, glaube ich, aber ist ja egal.
Ne, aber ihr versteht schon das Prinzip. Und wenn ich jetzt den Gegenstand da haben möchte. Oh, hey, Kleiner. Selbst die kann mich nämlich nicht treffen. Das ist praktische. Na, den treffe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Der ist ein bisschen verbuggt durch einen Leck wahrscheinlich. Oh, da komme ich irgendwie. Ah, jetzt geht die Tür mit auf. Auch nicht schlecht. Hey, der hat einen Helm fallen lassen. Den möchte ich eigentlich schon haben. Hm, wie macht man das? Ah, jetzt weiß ich wieder, wie es funktioniert. Kacke. Okay, wir müssen nochmal ganz kurz eine kleine Planänderung machen. Eine ganz kleine Planänderung. Die müssen nämlich bereits ausgefahren sein. Das war nämlich der Trick dahinter. Mit anderen Worten, das muss, dann jetzt so? Nee, dann ist wieder kein Platz dahinter. Also es muss bis hier hingeschoben werden. Wie mache ich denn das jetzt? Die landen die ganze Zeit über mir gerade. Das geht so nicht. Ich könnte es so versuchen, aber es wäre eigentlich dämlich, wenn das jetzt klappen würde. Einen Helm habe ich jetzt trotzdem bekommen, aber es ist halt nur so ein dämlicher Lederhelm. Voll übertrieben, oder? Na gut, okay, pass auf, dann machen wir es halt so. Wieder du dahin, du dahin, du dahin. Ja. Super auf jeden Fall. Aua, natürlich, ist klar. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ein bisschen herumhüpfen. Um unser Leben genau zu sein. Brot runter. Wie ich es noch vorhin gesagt habe, ich könnte eventuell noch ein Schwert gebrauchen, ne? Warum folgt er mir denn? Wo kommst du schon wieder her? Nein. Muss ich jetzt einfach machen. Ansonsten wäre es jetzt eventuell schief gegangen. Und ich habe da gerade keine Lust drauf zu sterben. So. Ich gehe wieder runter und dann werde ich das Ganze jetzt mal einmal ganz kurz fixen. Fast alles kaputt von meiner Rüstung. So. Funktionierst du auch wieder? Ja, du funktionierst wieder. Wie geht das? Da muss ich mal ganz kurz was gucken. Kleinen Moment. Ich werde auch gleich wieder vorspulen. So, wie war denn das nochmal? Ihr werdet mich dann auch gleich nicht hören, weil ich da mir nicht kurz ein Video angucken möchte, was ich runtergeladen habe. So.
So, da bin ich wieder. Ich habe den Trick herausgefunden. Jetzt mache ich mal ganz kurz diese Playlist hier einfach an. Die Nacht-Playlist, warum auch nicht. Na, gehst mal wieder weg hier zur Seite. So, wie lange nehme ich eigentlich bereits auf? Oh, 1,5 Stunden. Der Trick war nämlich, dass ich hier reingehen muss dann. So muss ich die nämlich prügeln. Ganz einfach im Prinzip, ganz easy. So, und jetzt können die Monster auch wieder an. Optionen, normal. Und ab jetzt dürfte alles klappen. Die fallen hier dann runter und dann kann ich danach, wenn ich Loot haben möchte, kann ich ihn einfach zuschieben lassen quasi. Yep. Und das probieren wir jetzt doch mal. Wir warten jetzt hier einen ganz kleinen Augenblick. Wir gucken uns hier nochmal kurz alles an. Ja, das sieht super aus. Machen das hier wieder zu. Und dann werden wir uns gleich auch auf jeden Fall nochmal einen neuen Helm und alles craften. Und ansonsten werde ich dann mich hier einmal kurz abstellen und ein bisschen EXP farmen. Bis Level 30 oder sowas. Da warte ich einmal kurz. Das werde ich vorspulen und ja. Trink jetzt auch mal einen Schluck nebenbei. Und da werde ich auch wieder vorspulen. Da ist schon der erste runtergefallen. So, oh weia, ich habe noch gar nicht lange gewartet. Ja, selbst der Kleine kann mich nicht treffen, weil der mich nicht sieht, vom Grundprinzip her. So. Und die Gegenstände möchte ich natürlich haben. Ja, damit. Yay, jetzt geht das auch. Oh, ein King-Nigger. Zombie. Der hat doch trotzdem noch urviel Leben, alter Schwede. Wie viele gibt es denn von diesen King-Zombies? Naja, egal. Nee, das war's auch schon soweit. Ich werde jetzt noch ein bisschen Offscreen-Level sammeln, bis Level 30 oder sowas. Und danach werde ich aufhören. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, ne? Tschüss.